Unter dem Titel Tobias kurzes Leben versuchen wir, einen Rückblick über das kurze Leben von Tobias zu schaffen. Der Schmerz sitzt tief, wenn das Kind durch einen Unfall verloren wird. Der Rückblick soll helfen, den Schmerz zu überwinden, Erinnerungen wachzurufen, wie schön die Zeit der Erziehung von Tobias war. Eine Zeit, die man einfach nie mehr vergessen wird. Eine Zeit, die unterbrochen wurde, eben gesagt, durch einen schweren Unfall. Einige Jahre konnte ich Tobias Leben mitverfolgen. Den Gang zur Schule, das Aufstehen und alles, was so damit zusammenhängt, eine glückliche Familie mit diesem Kind zu sein. Durch die Gene seiner Eltern ist Tobias zu einem wunderschönen Jungen und jungen Mann herangewachsen. Jetzt unterbrochen durch seinen Tod. Mit Schmerz werden wir uns immer an ihn erinnern, aber auch später mit Freude, was wir mit ihm erleben konnten. Für mich ist es ein Beispiel, wie wichtig es ist, im Leben zusammenzuhalten und eine richtige Familie zu sein, auch wenn es Ecken und Kanten gibt. Der Unfall von Tobias beweist, wie kurz das Leben ist und wie kurz die Zeit ist, das Leben so zu nutzen, dass man es glücklich leben kann. Tobias hat durch die Erziehung seiner Eltern und mit dem Leben seiner Geschwister ein kurzes, junges Leben erfahren dürfen. Seine Eltern werden auch nie mehr Enkel von ihm irgendwann mal sehen und für ihn und seine Kinder Opa und Oma sein zu dürfen. Das ist das Tragische, so wie ich den kurzen Abschnitt beurteilen möchte. Das kurze Leben von Tobias. Danke, Tobias, dass ich dein Leben mitverfolgen durfte. Danke auch an deine Eltern für die Freundschaft in dieser wunderbaren, schönen Zeit mit dir.